Atmosphärisch auf jeden Fall. Sprache auswählen. Ja, dann nehmen wir natürlich Deutsch. Zugänglichkeit. Untertitel würde ich auf jeden Fall anmachen. Finde ich immer einfacher, wenn man noch mitlesen kann. Haben wir noch weitere Optionen hier? Schnittstelle. Ja, okay, passt. Wird schon passen. Helligkeit. Das ist schön. Die Musik, die erinnert mich irgendwie an Weihnachten. Ich weiß nicht, ich hoffe, man hört es gut. Ich kann das nochmal ein bisschen lauter machen. Ja, keine Ahnung, wegen der Helligkeit. Ich lasse es da. Wenn Sie es so vorschlagen, dann wird es schon passen. Gesamtlautstärke auf 1. Mal gucken. Ich würde es erstmal so lassen. Wenn es zu leise ist, einfach Bescheid geben. Also, vielleicht kann ich es auch noch. Ich kann auch meinen PC noch mal ein bisschen lauter machen. So. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Weihnachtsabend 1940, 225 Kilometer entfernt. Oh, ich war also lag richtig mit Weihnachten. Ein Spiel von White Paper. Sold Out präsentiert von erschaffen in Unreal Engine. Geschichte und Geräusche Nathaniel Jordan Apostol. Okay, die Namen lese ich nicht mehr alle vor. Jenny, come on. You're going to miss it. Tell them to start without me. I need to check on Marie. She'll be fine. You don't need to check on her every 5 minutes. Come on, it's starting. Okay, you're right. Juni 1954, Dahlia View.
For the best part of my later years, I worked as a private investigator. I'd seen many a terrible case. Sadly, most of them unresolved. But in 1954, something terrible and far closer to home happened that I could not avoid. And it happened right here, in Dahlia View. The police are here. What on earth is all the commotion? Hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich mal für das... Huch, das hat's aber ganz schön geruckelt. Ich habe mich mal für das Intro weggepackt, mein Bild weggemacht. Okay. Hä? Wer bin ich? Alles sehr merkwürdig mit der Kamera. Okay. Spiele ich ihn oder bin ich jemand anders? Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal hier den Rollstuhl. Now, where's my camera? I need to see what's going on outside my window. Conways Wohnung, Tatort. Okay, also mit WASD kann ich mich bewegen. Ah, alles klar. Hier ist die Kamera. Gibt es hier noch was anderes zum Angucken? Nee. Gut, dann nehmen wir die Kamera. Now, I can get a closer look. Achso, jetzt muss ich hier wieder raus. Gut. Kann ich noch durch seine Wohnung hier durch oder nur in dem Bild bleiben? Ah, okay. So. Ah, ganz schön schwierig zu steuern. Notizblock. Ja, schauen wir uns mal an. I really should see what's going on outside my window. Ich glaube, ich muss doch noch mal ein bisschen leiser machen. Wenn er redet, ist er, glaube ich, sehr laut. Aufgaben. Etwas hat sich in Dahlia oder Dahlia View ereignet. Aber was? Ich brauche mein Fotoapparat, um zu sehen, was sich draußen ereignet. Das haben wir schon gemacht. Aus dem Fenster sehen, um herauszufinden, was sich in Dahlia View abspielt. Das müssen wir machen. Okay, wir haben Hinweise. Joa. Fließen. Okay. Wow, es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, diese Steuerung. Eieiei. Muss auch voll umdenken, in welche Richtung man hier steuert. Okay. Also, hier haben wir noch was am Kühlschrank. Die obligatorischen Magneten hier. Eintrittskarten. Riverport Pavillon. Achso, ich kann hier lesen. So, Riverport Pavillon, der Fall eines Königs. Samstag, 26. Juni 1954 um 19.30 Uhr. Der Fall eines Königs mit Sylvian Hitchcock. Eintritt 1 Euro oder 1,50 €, ne? Eintrittskarte, okay. Ja, wir haben es ja jetzt 1954, aber das, was wir vorher gesehen haben, also dieser Fall, wo das Baby verschwunden ist, war das nicht 1944? War das nicht 10 Jahre vorher? Also, ich weiß es nicht.
Ich habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Aber ich denke, ich dachte schon. Das heißt, wie ist das jetzt hier alles zusammen connected irgendwie? Das weiß ich nicht. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. Hier hängt noch eine Postkarte. Welcome to Pinwheel. Okay, kann ich nicht auf Lesen drücken. Hä, kann ich die auch nicht umdrehen? Nee. Doch. Ah, Postcard. Herzlich willkommen im Pinwheel. Hallo, alter Freund. Um deine Frage zu beantworten, hier ist alles wie immer. Nichts Neues. Es tut mir leid, von deinen Schwierigkeiten zu hören. Ich vergesse langsam auch schon das ein oder andere. Jim macht sich wie eh und je Sorgen. Tja, wir müssen uns wohl damit abfinden, dass wir alt werden. Altes Haus. Aber sieh es so. Du hast schon immer gern den ganzen Tag auf deinem Hintern gesessen. Jetzt kannst du das tun, ohne dass dich jemand als faul bezeichnet. Hm, auch nicht schlecht. Ich besuche dich bald mal und bin etwas respektvoller. Versprochen. Ich soll dich von Jean grüßen. Liebe Grüße, Fletch. Okay. Also wir sitzen vermutlich wegen, weil wir irgendwie einfach älter geworden sind im Rollstuhl. Okay. Das ist so merkwürdig, diese Steuerung. Ich war einfach überall dagegen, ey. So, komme ich hier rein? Es ruckelt irgendwie manchmal das Spiel. Ich kann nicht zurück. Ich komme nirgendwo mehr hin. Ah, okay. Doch. Oh Gott, ich dachte, ich stecke jetzt da fest. Okay, also ich denke, das war's in dem Raum. Aber ich glaube, ich sollte mich zuerst in die Richtung drehen, wo ich hin möchte. Ja, da gibt's nichts. Und dann geradeaus losfahren. Ah! Jetzt hänge ich schon wieder. So. Eieiei. Ganz schön schwierig als Rollstuhlfahrer. Gut. Nee, da war ja nichts mehr, ne? Nein. Naja, sieht nicht so aus. Okay, aber ich kann doch mal drauf gucken. Naja, gut. So, dann gehe ich mal ins Fenster. Ich denke, wir müssen dahin gucken. Aha. What is all the commotion? Ruf eine Eule in der Ferne. Ach so, das ist das, was wir hören. Alles klar. Foto machen. Ich kann auch noch zoomen. Was steht da? Tony Morgans Blatt. Also Blut. Blunt Force Trauma. Oh, hä? 22. Juni. Hm. Soll ich davon mal ein Foto machen? Might have to zoom in a little further. Okay. So? That's Tony Morgan's blood. My God, I hope he's all right. Please let him be all right. Tja, das wissen wir ja nicht. Ich muss noch mal mein Dings hier umstellen. So. Ah, der geht jetzt hier sogar weg. Okay. Haben hier irgendwelche Kinderzeichnungen? Wohin geht der? Keine Ahnung. Hier steht eine Frau, die raucht. Kann ich sie fotografieren? Shirley Downs. She runs the Crow's Nest. Her office overlooks the courtyard. Aha. Was haben wir hier noch? Oh, noch etwas. Item D. Charlotte May bound during abduction. Was? Schauen hier. Bound during abduction. Dear God. Charlotte May, Mr. Morgan's daughter, has been kidnapped. Oha, das klingt nicht gut, würde ich sagen. Aber was hat das mit dem Fall, den wir vorher gesehen haben, zu tun? Ich bin noch maximal verwirrt. Okay, wir haben hier noch eine Oma, die hier, wie es alle guten Omas machen, erstmal schön hier guckt, was hier passiert. Okay, wir sind ja auch im Endeffekt so ein Opa, der am Fenster sitzt und guckt, was passiert ist. Old Mrs. Doer. She's usually peering through her window, watching our neighbors. It's past her bedtime.
Du brauchst gar nichts sagen, ja? Der sitzt doch auch gerade am Fenster und beobachtet seine Nachbarn. Also, ich weiß ja nicht, ob das hier besser ist. Was ist da drüben? Ich glaube, das ist nix, oder? Nein. Alles klar. Was haben wir noch? Wir haben hier noch irgendeinen Mann. Ah. Harold Levy owns most of the flats in Daily View. I wonder if he saw something. Tja. Die Zeichnungen, glaube ich, haben nichts zu bedeuten. Hier haben wir noch etwas, was die Polizei hier markiert hat. Smash during attack. Ah, okay, also ein Blumentopf, der kaputt gegangen ist. Smashed plant pot. I must have slipped through it. I should have come to my window sooner. Du hättest ja, eventuell wäre das nicht verkehrt gewesen, aber man kann es ja nicht riechen. Oh, hier sitzen noch zwei. Ah, ich. Theodore and Annabelle McKee, I believe. I really should get to know my neighbors better. Tja, halt die Frage, ob das so wichtig ist, die Nachbarn besser kennenzulernen. Ich finde, er kennt sie ja schon ziemlich gut, wenn er all die Namen weiß. Ich weiß gar keine Namen von meinen Nachbarn. Naja, hatten wir nicht hier. Wir hatten A, C und D. Aber wo ist dann B? Ah, hier unten, alles klar. Oh, Chloroform. Chloroform. What on earth? Uiuiui. Okay. So, ich glaube, hier draußen war's alles. Wir haben hier drin auf jeden Fall noch einen Police Officer stehen. Also es müsste bei den Nachbarn da drüben passiert sein. Da sagt er nichts dazu. Okay. Hallo? Stell mal scharf, bitte. Okay. Na. Will nicht scharf stellen. Ja, mal schauen. Sagt er noch hier was? Nö. Ach so, dazu sagt er nichts. Dass da offensichtlich die Polizei bei denen zu Hause ist. Das ist unwichtig. Na gut, da steht ja Observation verlassen. Also ich denke, wir sind erste hier fertig. Hier ist noch ein Schuh. Fällt auch niemanden auf. Ist auch anscheinend auch unwichtig. Levinson Garage Motor Service. Okay. Sieht aus wie. Naja, vermutlich. Wenn wir Fund haben und so wie die reden, sind wir hier in Großbritannien. Und ich würde schätzen, dass wir in London eventuell sind. Aber ich weiß es nicht genau. Ich gehe jetzt erstmal raus. So. A kidnapping right on my doorstep. It doesn't bear thinking about. Imagine if it was Catherine. Time to pay my neighbors a visit and see what they know. Wer ist Catherine? Neue Aufgabe. Okay. Aus dem Fenster sehen, um herauszufinden, was ich. Ja, das haben wir doch. Warum ist es nicht durchgestrichen? Naja. Mit den Bewohnern von Dahlia View im Hof sprechen, um herauszufinden, was sie über die Entführung von Charlotte May. Charlotte May. Diese ganzen Namen. Wir haben jetzt Catherine, Charlotte. Oh, ich liebe das immer, wenn die Namen, die sich alle gleich anhören, benutzen. Kann mir nichts Besseres in dem Spiel vorstellen. Ich weiß doch eh wieder nicht mehr, wer ist. Gut, wie komme ich denn hier raus, hä? Was ist denn hier die Tür zum Rausgehen? Okay, ist vermutlich die da. Ah, ja. Oh, wir müssen hier ganz schön. Q-Standard? Was ist QR? Kamerazentriert. Hä? Oha, nee, das finde ich ja noch komischer. Dann mache ich lieber Standard.
Oh, die Kamera zentriert war ja noch merkwürdiger. Okay, es ist alles ein wenig. Es ist eine sehr komische Steuerung, aber ich glaube, ich gewöhne mich da dran. Eventuell. So, wir müssen vermutlich in den Fahrstuhl. Yep. Das ist schon nice gemacht. Hier mit dem Rollstuhl irgendwie. Muss ich sagen. Gefällt mir bis jetzt. Sehr gutes Spiel. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. So, Exit. Oder da hinten lang. Wow, falsche Richtung. Hier lang. Ich gucke erstmal, was es hier hinten gibt, ja. Ich glaube, da sind nur ein paar Wohnungen noch. Aber man kann ja mal gucken. Nicht, dass ich was verpasse. So, er fährt nur ein wenig langsam, aber das ist ja okay, würde ich sagen. So, hui. Ach, es ist ja ein bisschen schwierig. Okay. Nein. So. Okay, hier ist eine Treppe noch. Und hier ist nichts. Es sieht so aus, als würde es hier weitergehen, aber anscheinend nicht. Gut. Dann gibt es hier hinten nichts. Toll, warum haben die den Flur hier eingefügt? Uah, ich häng fest. So. Nein, falsche Richtung. So, warum haben die den Flur hier eingefügt, wenn da hinten nichts ist? Ah, vielleicht ist da noch bald irgendwas. Uah. Gut. Dann gehen wir erstmal raus, würde ich sagen. Und schauen hier mal. So. Dahlia View Terrace. Genau, einmal raus, bitte. Charlotte May could only be 7 or 8 years old. Why would someone want to take her? It doesn't make any sense. 4 bis 8? Okay. Hui! Er fährt von ganz alleine darunter. Ich weiß nicht, warum das Spiel so ein klein bisschen ruckelt, habe ich leider keine Ahnung. Ein wenig schade, weil eigentlich dürfte das ja nicht so viel Leistung brauchen. Gut, was muss ich denn jetzt machen? Ich kann mir das hier nochmal alles angucken. Ups. Rückwärts. Schwierig. So, Anzeichen eines Kampfes. It never fails to amaze me what some people are capable of. Ja, das ist das Chloroform. Ja, das ist schon heftig mit Chloroform, dass sie da irgendwie die kleine Mädchen entführt haben. Eieieiei. Klingt schon. Excuse me, Mr. Conway, may I have a moment? Natürlich. Für die alte Dame doch gerne. Do you know what's happened? Never mind all that. Your daughter is a police officer, is she not? She is. Here, I found this. Okay, eine Brosche. Zoomen. Warum wird die nicht scharf gestellt? Tja, keine Ahnung. Kann ich die noch irgendwie bewegen? Steht da nichts drauf, oder? Nee. Hä, wieso wird die nicht scharf gestellt, wenn man ranzoomt? Oder ist das, weil er nicht mehr... Vielleicht sieht er ja auch nichts, wenn man ranzoomt. Also wenn er sie so nah hält. Könnte sein, weil er schon so alt ist, oder? Also wenn das deswegen gemacht ist, dann nice. Okay. So. What's this then? A brooch. I found it on the floor here. It probably belonged to that poor girl. Thought I'd better pick it up before Shirley Downs gets her mitts on it. What do you mean by that? Never mind. Perhaps you can make sure it finds its way to your daughter. I will. And thank you for telling me. Just doing my duty. Can you tell me what you meant about Shirley? Good night, Mr. Conway. Did you see anything else? Did you?
just make sure to give your daughter that brooch. Was ist mit ihr? Ist sie nicht daran interessiert, den Fall aufzuklären? Sehr merkwürdige alte Lady. Aber naja. Ich will es nicht verallgemeinern, aber es gibt ja viele Ältere, die sehr komisch sind. Psst. So. Hallo? Warum dreht sich die Kamera hier nicht? Okay, ich gucke hier mal das an. Das war, ja, dieses Band? Nee. Ihr wisst, was ich meine. Who would tie up a small child? Ja, es ist... Das finde ich schon etwas haarig, muss ich sagen. Eieiei. Was ist hier nur passiert? So, dann reden wir mal mit ihr. Miss Downs, do you have a moment? I'm sorry. What did you say? I can come back if you need some time. No, it's fine. I'm just... I can't believe this is happening so close to home. Well, maybe I can. What do you mean by that? Not everyone in Dahlia View is as they seem, Mr. Conway. Miss Downs, who are you referring to? That son of a bitch right there. With the smug look on his face. Mr. Levy? Why not? I mean, what do you really know about him? Well, I pay him my rent once a fortnight, but no other than that. I didn't really speak to the man. Well, sadly I do. He's up to something. You must have noticed all the strange deliveries coming and going at night. You think he took Charlotte May? I wouldn't be surprised. I'm sorry. Miss Downs, what are you basing this on? Experience, Mr. Conway. You'll excuse me, I need to help the police with their search. Okay. Es ist, glaube ich, beendet, das Gespräch. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Vermieter irgendwas damit zu tun hat, weil... Ja, es kann ja sein, dass er irgendwelche krummen Dinge am Laufen hat oder irgendwelche komischen Machenschaften und Geschäfte, aber... Na, da kommen wir nicht hoch. Okay. Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt gleich zwangsläufig heißen, dass er das kleine Mädchen entführt hat, würde ich sagen. Also... Ich glaube, dass das Spiel uns hier vielleicht auf eine falsche Fährte bringen möchte. Ich werde erstmal mit dem... Das ist der Vermieter, ne? Ich glaube schon, ja, sprechen. Good evening, Mr. Levy. Evening. How strange times we live in when a girl can be taken on our doorstep. You ain't wrong. It's a bloody mess. Did you see what happened at all? No. How well did you know Charlotte May? You lived next door. You must have seen her a lot. I hope they're going to clean all this mess up tonight. I've got a business to run. I'm sure this must be a great inconvenience to you. Huh. That reminds me. Rent day tomorrow. Don't be late. I haven't forgotten. Good. Keep it that way, and we'll get along just fine. May I ask what you were doing tonight? No. Sehr netter Mann, auf jeden Fall. Also, Wahnsinn. Mit dem möchte man sich gerne unterhalten. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwas damit zu tun hat. Der ist halt nur einfach jetzt so grumpy, weil er ein Arsch ist. Er ist vermutlich ein Arsch, sagen wir es so, wie es ist. Okay, was haben wir hier? Ah ja, das Blut, glaube ich. Blutlachen mit Metallteilchen, okay. Mr. Morgan must have taken quite a hit. Mr. Morgan, ist das ihr Vater dann? Vermutlich, ne? Von der, die entführt wurde. So, wir haben hier hinten noch den anderen Beweis, den wir uns noch angucken können.
Anzeichen eines Kampfes. So the kidnapper smashed this during the altercation. Hm. Ja, okay. Das war nicht sehr aufschlussreich. Ich weiß nicht, kann ich zu denen hier rein? Ich probiere es mal. Ah, er kann da sogar hoch, okay. Aber er kann da nicht klingeln oder so. Na gut, hinten werde ich es jetzt auch nicht hinprobieren, weil ich glaube, da ist auch nichts. Na, ich schaue dann erstmal zu den anderen Nachbarn. Boah, ich finde es ganz merkwürdig, dass ich die Kamera selbst nicht bewegen kann in die Richtung, wo ich gucken möchte. Ich kann halt nur so, ich habe halt nur den Blickwinkel, ja, der eingestellt ist irgendwie. Das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich find's nicht irgendwie schlimm oder so, aber es ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es so. Hallo, Mr. Conway. Good evening. Terrible what's happened, isn't it? So you know what happened. They're looking for a kidnapper. A search is about to start in the Pine Woods. My sister, Shirley, she owns the pub across the way. The searchers are all meeting there first. What do you know about the kidnapping, Mr. Conway? Not much. That's why I'm talking to the pair of you. You should talk to the old busybody over in her big manor house. Mrs. Doer. She knows everything that goes on here. I wouldn't be surprised if she saw the kidnapper. I wouldn't be surprised if she was the kidnapper. That's an awful thing to say. Well, have you seen her? Always fawning over that little girl. All alone in that big house. Plenty of room to hide someone. I can see that you've put a lot of thought into this, Mrs. McKee. A little too much, love. Well, I'm not the only one who thinks it. Oh, blast. What time is it? It must be a little after midnight by now, surely. The search is starting without me. I have to get my coat. You'll forgive me, Mr. Conway? Yes, good night. Good night, Mr. Conway. We'll talk again soon. Also die verdächtigt die alte Frau. Ja, ich glaube, die alte Frau wird es auch nicht gewesen sein. Wie klapprig die unterwegs war. Wie soll die denn bitte so viel Kraft haben und jemanden da eins drüber ziehen? Aber man weiß ja nie. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Keine Ahnung. Da ist der Vater von der Entführten. Von dem entführten Mädchen. Ja, dann quatschen wir mal mit dem, ne? Hello, Mr. Morgan. My name is Robert Conway. I live in flat 23. Yes, I've seen you around, Mr. Conway. Well, you see, I thought I'd better come over and check you're okay. Some of our neighbors seem to be content just to stare. I'm so sorry to hear about your daughter. Very kind of you. I'm sorry, but I'm late joining the search. I've been talking to the police for over an hour. Of course, I understand. The police officer you spoke to was most likely my daughter. Is that so? Yes, she's a very determined young lady. If anyone is going to find your daughter, it's her. I was once a private investigator myself, so I know how her mind works. Well, it's comforting to know I'm surrounded by such competent minds, Mr. Conway. I'd like to offer my services too, if you'd permit me. That's very kind, but I don't have money, I'm afraid. Mr. Morgan, no. I'm a father myself. I meant to say that I'm at your disposal. Very generous. But the police said that... All I'd be doing is observing and talking to people. And if I find anything, I'll be sure to share it with Catherine. Catherine? My daughter, the police officer. Right, of course. That reminds me. I have this brooch. Does this mean anything to you? That's Charlotte May's. You see how the simplest detail can be overlooked. Even by the police. Best to have as many eyes on the case, in my experience. I see your point. May I have it back, please? Would you mind if I kept onto it for a day or so, in case it proves to have some use? Yes, of course. If you think it would help.
I would very much like you to return it, though. As soon as I have something to report back to you. You have my word. So, where do you suppose you'd begin? Well, right here. In Dahlia View? Yes. It's my experience that it's usually someone who knows the victim. Do you mean to tell me that one of my neighbors has my girl? No. I'm merely saying that it's a logical place to start. Now I see. That's why the police searched my house. Because I'm a suspect, I suppose. That's the way it works, I'm sorry to say. So they're not even looking for the real kidnapper? I can assure you they will be. Tell me, Mr. Conway, and be honest. Are you going to look for my girl? I promise you. I'll stop at nothing until I find her. For now, I need you to think of anyone who could have taken Charlotte May. I don't know. Think. Anyone or anything at all. Mr. Conway, who do you know who could do such a thing? You'd see your point. Well, for now, perhaps try to get some rest. Charlotte May needs you to be strong for her. You'll excuse me, Mr. Conway. I'm going to join the search and find my little girl. That's fair enough, Mr. Morgan. Good night, and good luck. Good night, Mr. Conway. Ein sehr langgezogenes Gespräch. Eieieiei. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, der Ansatz, dass es jemand sein muss, der vermutlich das kleine Mädchen kennt. Boah, ist vermutlich nicht verkehrt. Sag ich als Meisterdetektivin. Nee, ich... Ich denke mal, dass es eventuell... so sein könnte. Ich bin doch ganz woanders lang gefahren. Naja, gut. Ich schaue jetzt mal. Neue Aufgabe. Ich sollte wieder nach Hause, um alle gesammelten Informationen zusammenzufügen. Alles klar, das muss ich also machen. Wie war eigentlich noch euer Sonntag? Tina und ich waren gut verkatert. Ja, bei uns ging's eigentlich. Wir waren auch ein bisschen verkatert, aber irgendwie vor allem müde. Aber gut, dass wir so früh nach Hause gegangen sind. So. Dad? Catherine. I thought I might bump into you tonight. Well, I shouldn't be here. What with you living so close? Conflict of interest and all. Are you finished here? Almost, yes. Are you okay? Yes, I'm fine. It's poor Charlotte May I'm worried about. Anyway, look at you. I rarely get to see you in your uniform. You look good. Thank you. I wish it was a little more comfortable. Catherine, can I ask, what have you found? I'm not allowed to tell you. You know that. Besides, I don't have all the details myself, and my sergeant isn't exactly forthcoming with new recruits. Hang in there. You're an asset. They'll come to see how intelligent you are. Thank you. All I can say is that it looks as though Tony Morgan's daughter has been kidnapped. Awful news. May I ask why they're searching the Pinewoods? Do they know where the kidnapper went? No. It's a dead end. We're clueless, but we can't be seen to be doing nothing. And the locals suggested the woods, so... Dear God. I just wonder if I should talk to my neighbors again. Hang on, again? Yes, Catherine, I've been thinking and... Dad! What? I know this is happening on your doorstep, but please don't get any ideas. I'm a naturally curious person, you know that. You don't do this anymore. Leave it to us, please. Well, do the police have any ideas? Dad, I mean it. Don't get involved. Well, I'd like to help you. I want to do this on my own. I didn't realize what this means to you. I meant to say, I want to do it the right way. By the book,
Please promise me. Okay. I promise. I'll leave the police work up to you. Thank you. Anyway, I'd better be off. I have to make a statement before the morning press. My sergeant is finally trusting me with something. Well, you'd better hurry. I'll look out for your article in the morning paper. Right. I'm off. Please go back inside. You'll catch a chill. Night, my love. Night, Dad. The last thing I want is to upset Catherine. I can tell how serious she is about her case. I've never seen her so driven. I suppose I'll still develop the photos I've taken of the crime scene. I might have captured something that the police did not. And I won't be stepping on Catherine's toes if I stay in my flat and out of the way. Conways Wohnung am nächsten Morgen. Oh, schön. Schönes Zimmer. The police have marked out several pieces of evidence that are likely related to the attack. However, Mrs. Doer handed me a brooch that was found at the scene. Mr. Morgan later confirmed it belonged to Charlotte May. Could the brooch be a missing piece of the puzzle? Beantworte die Fragen, um das Beweisbrett zu lösen. Verbinde die Stecknadel der Frage mit dem entsprechenden Beweisstück. Puh, hier wird echt viel geredet auf jeden Fall. Muss bei durchgespielt nicht noch das Spiel mit diesem Typen rein, das du am Anfang gespielt hast, bei deiner Beschreibung? Deine Beschreibung? Ich weiß leider auch nicht, welches Spiel du meinst. Keine Ahnung gerade. Oder meinst du das, was ich auf YouTube gespielt habe? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Auf jeden Fall, das Foto haben wir ja gar nicht hier gemacht. Aber I wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. Beweise verbinden, ja. Mal schauen. Ach so, Foto des Hofs. Ne? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ein Foto des Hofs, das ich heute gemacht habe. Ja, schön. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann kann ich hier... Ja, das... Ich weiß ja nicht, mit was die Brosche verbunden ist. Also die Brosche muss ja hier gelegen haben. Vermutlich. Wenn die alte Frau, die kaum gehen kann, hier gefunden hat, wird sie hier gelegen haben. Schätze ich mal. So. Theorie überprüfen. Ah. If Mrs. Doe was right about where she found the brooch, it means the kidnapper must have come past her manor house at some point during the abduction. I forgot to give Catherine the brooch. There just hasn't been a good time. It sounds like I have mail. Ja, ich weiß immer nicht, wann er aufhört zu labern. Da warte ich immer noch so. Er redet schon sehr viel, aber naja, schauen wir mal. Da kann ich halt, oder muss ich weniger reden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder nicht. Now what's so. This? Ja, was ist das? Briefumschlag. Kann ich den umdrehen? Ja, öffnen. Da war ein Foto drin. Lesen. Verdächtige, entschuldigen Sie bitte, dass ich gestern Nacht zu kurz angebunden war, Mr. Conway. Ich weiß, dass Sie mir nur helfen wollten. Ich habe das zwar schon der Polizei gesagt, aber außer unseren Nachbarn fällt mir niemand ein, der meine Charlotte May entführt haben könnte. Die Mackies, Harold Levy, Shirley Doe und die alte Mrs. Durr
können alle in den Hof. Das haben sie selbst gesagt und ich glaube, da ist etwas dran. Je mehr Leute sich mit dem Fall beschäftigen, desto besser. Danke nochmals, dass sie mehrere Hilfe angeboten haben. Team Morgan. Okay, das ist also der Vater von der entführten Tochter. Alles klar. Mr. Morgan's note implicates most of his neighbors. I had suspected as much, but now I have something solid to work with. Catherine has asked me not to get involved. But I've already promised Mr. Morgan I'll find Charlotte May. I should have told Catherine there and then. I'm already involved. Ja, das war wohl klar, dass er nicht aufhört damit. Sonst wäre auch das Spiel vorbei. I can feel it again. That drive, that first pull at the yarn. It's all on this evidence board. Suspects, victims, items found at the scene. I have everything. Oh God. All that remains is to watch over my neighbors until one of them makes a mistake. And I can still give Catherine her space. If the whole town is searching the pine woods, someone needs to keep an eye over Dahlia View. Conway, disappearance at Dahlia View. Okay, das sieht nicht aus wie London. Ich habe zuerst gedacht, das wäre London, aber ich... Es ist anscheinend nicht, es ist irgendein anderes Dorf, vielleicht irgendwas Fiktives. Es geht auf jeden Fall hier Schlag auf Schlag mit der Story. I've been sitting watching my neighbors on and off for hours. But I've seen nothing of any use for my evidence board. Tony Morgan suggested that the McKees were acting strangely around Charlotte May. I heard Theodore return home earlier this evening, but didn't manage to get a glimpse. Charlotte May is counting on me to find her, but so far I've drawn a blank. Perhaps the McKees are innocent. Only time will tell. Also muss es jemand von den Nachbarn jetzt gewesen sein? Im Endeffekt suggeriert uns das Spiel das. Wird einer von denen sein und wir müssen jetzt herausfinden, wer es ist. Okay. Ich habe mir die alle gar nicht gemerkt. Oh, hier hat aber jemand nicht abgewaschen. Okay, ich brauche gar nichts sagen. So, was haben wir hier? Blumensträuße, ja. Ist auch der Pater von der Entführten. Der schreibt irgendwelche Missing-Plakate. Okay. Hier rüber kann ich nicht. Hier ist der blöde Vermieter. Frag mich, ob das das gleiche Haus ist, wo am Anfang die Tochter entführt wurde. Keine Ahnung. Na gut, wir müssten hier ein Foto auf jeden Fall vermutlich machen. Annabelle und Theodore seemed normal enough when we spoke last night. By their account, they didn't seem much at all. Why would Mr. Morgan ask me to watch them? Verhalten sich aber sehr auffällig. Okay, das Foto bringt uns nichts. Aber die streiten sich. Oder er ist etwas aufgelöst. Aber das muss ja auch nicht unbedingt etwas heißen. Okay, jetzt gehen die irgendwo hin. Vielleicht nach oben? Nee. Kann nicht sein. Über? Oh. Der Typ ist jetzt woanders hingegangen.
Der klopft hier auf jeden Fall. Achso, die kommen wieder zurück. Alles klar. Er kommt auch wieder zurück. I still have no idea what the problem is. Perhaps this is what Mr. Morgan was talking about. Ja, wer weiß. Also ich meine, vielleicht machen die sich Sorgen, weil jemand entführt wurde und er hat Angst um sie, dass sie auch entführt wird oder so. Aber gut, jetzt. Ja, ich meine, die könnten einfach auch Angst haben. Deswegen die ganze Zeit so rumgucken. Würde ich jetzt mal darauf schließen, aber keine Ahnung. Was macht sie da jetzt? Now, Annabelle is. Annabelle has seen something just out of my view. Whatever it is, she's horrified by it. What on earth is it? Tja, ja, ich hab's auch nicht gesehen. Vielleicht ist es eine Spinne. Na, okay, die liegt da sehr. Ja, gute Frage. Also, ich soll sie nochmal fotografieren. What are you thinking, Annabelle? What can you see? Ja, was nur? Was nur? Sag es mir. Messer? Wie bitte? Was? She's got a knife. Hatte sie davor Angst? Sie ersticht jetzt nicht ihren. She's going to. No. Oh. Das wär's jetzt. She wants Theo to use it. Ja, es kann, also ich glaube ja, dass die Angst haben, eventuell. Ich meine, guck mal, die wohnen hier im Erdgeschoss. Naja, gut, Hochparterre. Könnte ja sein, dass die irgendwie Angst haben, dass bei denen auch jemand einbricht, wenn der Einbrecher hier schon in der Nähe war, oder? Er hat auch noch einen Hammer. Da sagt er jetzt plötzlich nichts dazu. Ich wollte jetzt auch nochmal gucken, wo der andere Typi ist, weil der zuerst hier war und dann hier. Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Tja. Oh, es ist schwierig. So, ich mache nochmal ein Foto. Was denn? Seine Frau erschlagen oder was? Take pause of yourself. Sich erschlagen. Das ist doch diese so ein Klopfding, so wenn man sowas so Schnitzel klopft, oder? Aber wer weiß, was da ist? Vielleicht eine Maus, eine Ratte? Vielleicht hat sie Angst davor? Who are you talking to? Is that a practice swing? Dear God. Ah, toll. What have I just witnessed? Ja, irgendwie gar nichts, oder? Some time has passed since I saw Theo hit something with a mallet. I didn't etwas. Actually see ja. Anything. No proof. I have no evidence at all. 40 Minuten später. Ja, es war ja eigentlich nichts. Okay, jetzt haben die alles hier zugemacht. Annabelle is back at the door. Okay, hurry. Go. Go. What in God's name? What are you doing? Well, if you would help da me, I'm not touching würde auch. That thing was your idea. My idea.
Okay, vielleicht haben die sich... Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die irgendwelche Viecher in der Wohnung oder die haben ihre Katze erschlagen oder ihren Hund oder was auch immer. Get it out of here. What the hell do you think I'm doing? Hurry up. Aber da passt doch kein Kind rein. Ja. Na gut, kommt drauf an, wie groß das Kind ist. Mr. Morgan. Hello, Annabelle. Lovely evening. Yes, I suppose so. Please, if you don't mind, I have something... It's just all so sad, isn't it? Please, I really do need to be going. I'm so sorry, of course. It's fine, Annabelle. If there's anything I can do, you won't hesitate to ask. Damn it, what should I do? Catherine asked me not to get involved. But this... Na, der fährt er jetzt da lang? Okay. Was macht sie jetzt? Wo ist sie hin? Keine Ahnung. It's not over until it's over. Zuletzt lacht am besten. I think I need to pay the McKees a personal call. Huh. Also ich glaube ja, dass es auf jeden Fall nicht das Mädel ist, das die hier erschlagen haben. Aber vielleicht irgendein Haustier oder ein irgendein vielleicht ein Tier. Hm? Weiß es nicht. I've barely slept at all. I can't fully explain what I observed last night, and I can't shake the image of Charlotte May in the McKees pantry, lying there, helpless. Achso, ich darf wieder. Ja. Bitte aus, danke. 9 Uhr, Conways Wohnung, ein Tag vermisst. Es geht hier zackig, Schlag auf Schlag, Conways Wohnung. So, da schläft er also, alles klar. Ah, wieder die tolle Steuerung. So, was haben wir hier? When Charlotte May is found, I need to take another holiday. Catherine would love to see Pinwheel again, I'm sure. Pinwheel, a.k.a. Paris? Okay, die haben sich eventuell irgendwelche Namen hier nur ausgedacht. I thought the days of me developing reel after reel of film were behind me. I almost miss it. Bar the mess. Ein Buch übers Filme entwickeln. Okay, Arznei. Was haben wir hier? Oh, er nimmt irgendwelche Medikamente. Utabarbitan. Klingt wie Fantasiesprache. Keine Ahnung. Ob da irgendwas Wichtiges drauf dran ist? Ich schätze mal nicht. So, stell ich mal weg. Wow, manchmal hängt es so. So. Lesen, ja. Held. Britischer Geheimdienstler-Held des Tages. Robert Conway, ein Offizier des King's Regiment, rettete mit seiner schnellen Auffassungsgabe unter Feindbeschuss mehr als 20 Mann das Leben, als ein Funkspruch abgefangen wurde. Duff Sergeant Michael Williams meinte, Conway 22 habe die Nachricht in Rekordzeit entschlüsselt. Ein Aufklärungszug sollte gerade direkt in Feindgebiet entsandt werden, als Robert Conway die Initiative ergriff und ein deutsches Funkgerät erbeutete, mit dem er die gegnerischen Kampfpläne abhören konnte. Die 20 Mann, die er so gerettet hatte, sollten den weiteren Kriegsverlauf noch entscheidend beeinflussen. Weiter auf Seite 5. Alles klar, also er war ein anscheinend sehr intelligenter Mensch. Früher schon. Vermutlich auch jetzt noch. Ist ja meiner Meinung nach eigentlich gar nicht verkehrt, so jemanden mit in die, in die Ermittlung mit einzubeziehen. Lady Durr ist eine ältere Witwe, die alte Villa neben meinem Mehrfamilienhaus bewohnt.
Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, schien sie nur wenig Zeit für mich zu haben und gab mir eine Brosche. Sie lebte allein und ich kann behaupten, dass die meisten Bewohner von Delia View sie nicht oder kaum kennen. Ihr Haus sieht wie dafür geschaffen aus, jemand zu verstecken. Alt, dunkel und fast leer. Ja, verstecken schon, aber wenn, dann müsste das ja jemand anders für sie gemacht haben, weil ich meine, also ich glaube nicht, dass sie jemanden einem drüber hauen kann irgendwie und so ein Kind zu sich ins Haus schleifen kann, also naja. Shirley Downes oder Downes ist die Inhaberin des Crow's Nest, dem Pub, in dem sich alle Gruppen treffen, die nach Charlotte May suchen. Abgesehen vom Krach bei Nacht höre ich rein gar nichts von ihr. Aus der Ferne betrachtet sieht sie wie ein selbstbewusster Mensch aus. Daher war ich überrascht, wie sehr sie aus der Ruhe kam, als wir auf Harold Levy zu sprechen kamen. Es wäre interessant, mehr über sie herauszufinden, wenn ich Gelegenheit dazu bekomme. Ja, wir werden bestimmt noch alle ausspionieren. Harold Levy ist mein Vermieter und Eigentümer der Werkstatt Levy und Söhne. In Dahlia View ist er sehr mächtig. Bis jetzt ist er für sich geblieben und hat mir keinen Grund zur Sorge gegeben. Höchstwahrscheinlich, weil ich meine Miete pünktlich zahle. Als wir uns unterhalten haben, war er sehr unhöflich. Wenn man nach dem Äußeren gehen wollte, würde ich ihm so einiges zutrauen. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie eventuell absichtlich gemacht, dass der so aussieht wie so ein Bösewicht. Annabelle McKee ist eine Hausfrau, die mit Theodore verheiratet ist. Ich glaube, dass ihre Schwester Shirley Downes ist. Ach so, die Inhaberin des Crow's Nest Pub. Das ist ihre Schwester? Okay. Annabelle schien mir bei unserer Unterhaltung etwas seltsam und hatte eine klare Meinung über ihre Nachbarin Mrs. Dürr. Ich würde zwar nicht so weit gehen, sie als gemein zu bezeichnen, aber sie ist ganz offensichtlich eine Frau mit kritischen Ansichten, die sie auch gerne mitteilt. Ich kenne sie zwar noch nicht gut genug, um mir ein Urteil zu bilden, aber sie hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Annabelle McKee. Annabelle hat Theo gezwungen, den Fleischklopfer, so heißt das Teil, okay, in der Vorratskammer zu benutzen. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass sie die Hosen anhat. Ja, okay. Theo McKee. Theodore arbeitet bei der Werkstatt Levy und Söhne als Automechaniker. Gelegentlich hat er mit verschiedenen Musikinstrumenten zum Tor hinaus. Als wir uns unterhielten, machte er den Eindruck, als wäre es ihm lieber gewesen, wenn seine Frau Annabelle weniger gesagt hätte. Vielleicht wollte er nicht, dass sie versehentlich etwas verrät. Andererseits schien er unbedingt bei der Suchaktion mitmachen zu wollen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich ihn gut im Auge behalten sollte, mindestens. Okay. Theo hat lange darüber diskutiert, ob man das, was sich in der Vorratskammer gefunden hat, mit dem Fleischklopfer bearbeiten solle. Gewalt geht ihm ganz offensichtlich nicht leicht von der Hand. Okay. Ich glaube immer noch, dass es eventuell irgendein Tier ist oder so. Ja, es war Theo sichtlich unangenehm, den Teppich in den Kofferraum des Autos zu bringen. Das lässt den Schluss zu, dass Annabelle das Sagen hat und Theo alles für sie tut. So. Also, es wird hier nicht, geht nicht weg, wenn man es gelesen hat. Na gut. Was haben wir noch? Mietquittung. Damn. Okay, Earl Conway, Tenant of 23. So. Dahlia View Terrace has paid in rent. Okay. To the landlord. Hat er seine Miete jetzt nicht bezahlt oder was? Oder was ist hier los? Filmrolle. Okay, was haben wir hier noch? Können wir nur angucken? Sagt er nichts? Können wir da irgendwas sehen? Dass er noch wie in so anderen Spielen irgendwas dazu sagt, wenn man so die richtige Stelle hat? Nee, ne. Ich habe keine Ahnung. Kann man ja mal probieren, aber ich glaube es fast nicht. Gut, ich gehe mal hier raus. So, hier haben wir auch noch was zum Angucken. The police are searching out in Riverport. Oh, ich dachte mir schon, hoffentlich kann ich rausgucken. They haven't seen what I have. And it's too soon to involve them. Ach so, er meint die Nachbarn. Ja,
Also, ja, da weiß man ja nicht, ob die Nachbarn es wirklich waren. Okay. Sieht aus vermutlich wie eine, ja, keine Ahnung, wie eine fiktive Stadt. Aber ja, ich, ganz hübsch auf jeden Fall. Schöne Aussicht hat der hier. So, ach, hier haben wir auch noch was hier drüben. Sieht aus wie seine Dunkelkammer. Kann ich da rein? Ja, kann ich rein. Okay. Kann ich mich nicht bewegen. These are developing nicely. Okay, er entwickelt hier schon was. Warte mal. Es ist vermutlich nicht eine Dunkelkammer, sondern sein Badezimmer. So, Wasserhahn? Wasserhahn. Warum sollte ich den Wasserhahn aufmachen? Verstehe ich noch nicht so ganz hier. Filmspule. Oh, vielleicht müssen wir Filme entwickeln. Könnt's mir fast vorstellen. Okay. Warte mal. Aufgaben. Aufgaben haben wir gar keine gerade, okay. All set up and ready to go. Now, to gather some evidence from the McKees. Lappen. Ja, schön. Und jetzt? Was soll ich machen? Ich glaube, ich gehe mal. Vielleicht muss ich doch nichts entwickeln. Ich meine, hätte ja sein können. Habe ich schon in einigen Spielen gesehen, dass man dann sowas entwickeln muss. Aber vielleicht... Ja, hier nicht. Okay, hier liegen noch ein paar Akten. My old case files. Some I'd rather forget. Okay, da sagt er nichts mehr. So. Dann verlasse ich mal das Zimmer, eventuell. Weiß es nicht. I'll leave my bag if I'm going to gather any real evidence. Die Tasche. Ermittlungswerkzeug. Mein Ermittlungswerkzeug aus dem Büro hervorkramen. Oh, was ist denn sein Büro? Oh, warte mal, wir können uns ja andere Dinge angucken mittlerweile. So. She's worked so hard to get where she is. Das ist seine Tochter, alles klar. The inner workings of the criminal mind. Okay, also er liest auch einige Bücher über Verbrecher. Eine Tasse. Ich weiß nicht, warum wir uns das angucken können. Keine Ahnung. Bringt uns das was oder ist es einfach nur so ein Gimmick? Keine Ahnung. So. Kann ich hier noch rausgucken? Nee, ne? So auf mich zufährt. So. Was ist denn hier gerade mit dem Internet? Ich hoffe, es ruckelt nicht. Sag gerne Bescheid, wenn es zu doll ruckelt oder so. Und sonst muss ich noch einen Neustart machen hier. Okay. Hier gibt's nichts, ne? Doch, hier kann ich nochmal rausgucken. I will find your secrets. Geheimnisvolle Musik. Macht die irgendwas? Vielleicht haben die sich irgendein Haustier angeschafft und dann wollte sie es nicht mehr. Und dann hat sie ihrem Typen gesagt, komm, erschlag das Haustier mal. Nein, also keine Ahnung, wäre jetzt so eine Vermutung von mir, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, nein, raus müssen wir noch nicht, also gehe ich erstmal hier rein. Oh, meine Nase juckt ganz doll. So,
Da liegt die Brosche. 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 Na, jetzt. Nee, jetzt macht er sie scharf beim Ranzoomen. Okay, also es lag auf jeden Fall nicht daran, dass das Spiel vielleicht seine Kurzsichtigkeit oder wie irgendwas so, ne? Darstellen möchte. Hallo? Das ist doch hier sein Dings, oder? Das ist nicht seine Tasche? Nee, da unten ist seine Tasche. Now, to find out what the McKees were doing in that pantry. Meine Beobachtung zufolge haben die McKees ganz klar etwas zu verbergen. Ich muss herausfinden, was in der Vorratskammer war. Mir Zugang zur Wohnung der McKees verschaffen oder die Vorratskammer auf Spuren untersuchen. Ja, gute Frage. Ich glaube, Zugang zur Wohnung, wenn die da sind. Ich glaube, ich würde in die Vorratskammer gehen. Ja, ich glaube. If they did kill Charlotte May in their pantry last night, then surely they would have left some evidence behind. I need to get inside. If the McKees are still home, then I might have to talk my way in. I'd better not mention what I saw last night. It would only close down the conversation. Ach so, er möchte da irgendwie rein. Okay. Ja, ich meine, wenn die jetzt gerade da, wo das Fenster, also direkt beim Fenster, diese Tochter erschlagen hätten. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich meine, da hätte man ja auch irgendwas gesehen. Blut. Da hätte ja bestimmt so Blut irgendwie an die Wände oder ans Fenster spritzen müssen. Okay, hier gibt es nichts mehr. Also, ich weiß ja nicht, du. Also, ich glaube... Ich habe gerade fett gespuckt. Ups. Ich glaube es aber auf jeden Fall nicht. Doch. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal sicher hier mit der Steuerung. F, jawohl. Knöpfelchen drücken. So, wohnen die bei ihm mit im Haus? Oder müssen wir von außen rein? Uah. Okay, ging alles gut. If the McKees really did kill Charlotte May last night, there must be some evidence left in their pantry. Ja, hast du schon mal gesagt. Ich glaub's ja fast nicht. Schöne Musik. So, hui. Wie der immer schön so runterfährt. Ging's da raus? Nee. Oder doch? Oh, hier kann man sich noch was angucken. Lesen. Dahlia View Terrace. Das Tor ist unbedingt abzuschließen. Ich will nicht, dass hier die falschen Leute reinkommen. Levi, Vermieter. Mittwoch, Müllabfuhr. Täglich, Polizeisuche nach Charlotte May. Morgen, Treffen im Crow's Nest. Suchaktion alle 2 Stunden. Milchlieferung jeden Montag um 7 Uhr. Stellen Sie Ihre leeren, ausgespülten Flaschen bis spätestens Sonntagabend nach draußen. Zerbrochene Flaschen werden ihnen in Rechnung gestellt. Molkerei Watson und Kuh. Alles klar. Milchlieferung. Ich weiß noch, dass es bei uns in der Schule immer, wo ich noch kleiner war, konnte man immer so Milch kaufen. In der Grundschule war das. Da gab es dann immer irgendwie, konnte jedes Kind so Milch sich kaufen. Das war ganz merkwürdig. Aber ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. In Grundschulen, keine Ahnung. So. Ah, wir können hier gucken, wer wo wohnt. Tyler Berman. Oh, wie hießen die denn? Mackie, hier in der 8. Ah, alles klar. Ich habe mich schon gefragt, wie wir zu denen finden. Aber dann müssten die ja hier hinten wohnen, irgendwo. Fünf bis acht. Ah, deswegen konnten wir nach da hinten. I wonder if there's anything left to find at all. What if I'm too late? ist voll so dramatisch. Wohnung der Mackies.
Mackie Messer. Eigenartige Melodie, mysteriöses Dröhnen. Ermittlungen beenden. Nee. Okay, ich kann nur klopfen. Musik verstummt. Hello. Hello, Mrs. McKee. We spoke a few days ago. Yes. Please call me Annabelle. Annabelle, of course. I'm sorry it's taken me so long to get around to you. That's fine. I'm sorry. How is it I can help, Mr. Conway? Well, it's all a bit sensitive, I'm afraid. I wondered if I might have a word in private, if you would. Well, I... Mrs. McKee... Annabelle, I'd rather not state my purpose out here in the hallway where any one of your neighbors might be listening. Wouldn't you agree? Of course. Why don't you step inside for a moment? Excellent idea. I promise not to take up too much of your time. I'm sure you have your hands full. So, what's the purpose of all this, Mr. Conway? I hope it's not about what we... Well, why don't you get to it? Of course. Well, it's actually quite simple. I'm sure you've heard that I was once a private investigator. Well, nonetheless, Mr. Morgan has asked me if I would look into everyone who knew Charlotte May. I see. And so you've come to look at us? Look, let me be straight. I've been an investigator my entire life, and I have a sense about people, you might say. Is that so? I don't think you or your husband have anything to hide. In fact, this might be a waste of time altogether, but I think it would put Mr. Morgan's mind at ease if I ask some basic questions anyway. What do you say? Well, however we can help. As long as it's not too long is all. Oh, no, of course not. All I need you to do is tell me, in your own words, what you did on the night that Charlotte May was taken. Right. But I thought you... Before you begin, I'm sorry to ask, but would you mind if I used your lavatory? No, not at all. It's right behind you. Thank you. And please, Annabelle, you look worried. I'm sure you had nothing to do with it. She's lying. It's written all over her. Time to find out why. Okay, Zugänglichkeit. Kein Halten und Ziehen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist für Halten und Ziehen nur noch ein Tippen nötig. Deaktiviert. Ja, vermutlich, ne? So. Now what do we have here? Er spioniert hier erstmal aus. Mr. Conway? Can I offer you a cup of tea? Zwei Stück Zucker. Yes, two sugars. Hä? Das ist so merkwürdig irgendwie. Warum war jetzt plötzlich so ein Timer? I thought she'd never leave. Okay, Parfüm. Seife. Was haben wir hier? Spray. Das Spray hat sie doch überall rumgesprüht. Air Freshener. Ja. Nee, ich glaube, da ist nichts. Seife? Ist hier überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ein Zettel. Eintrittskarte. Mrs. A. McKee. One day peak time return. From Riverport to Touring City. On Tuesday, am 22. Ist sie irgendwo hingefahren? Ein Tram-Ticket. Eine Tramfahrkarte. Mögliche Beweise. Ja, Fahrschein. Okay. Ja, vielleicht ist es
an dem Annabelle Abend clearly didn't use this tram ticket. Gewesen? Okay, aber sie hat es nicht benutzt. Alles klar, danke, dass uns das Spiel alles sagt im Endeffekt. Wasserhahn. Haben wir hier noch Seife? Warum versteckt sie dieses Ticket hier im Badezimmer? So, an der Seife ist nichts Verdächtiges, okay. Aber vielleicht im Mülleimer im Badezimmer. Ich guck mir noch mal den Mülleimer schnell an. Eve. It's a doctor's note addressed to Annabelle. Okay, lesen wir noch mal schnell. Mrs. A. Mackey. Bezug nehmend auf unsere letzte Sprechstunde muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass Ihre Unterleibsschmerzen höchstwahrscheinlich auf Komplikationen während der Frühphase Ihres ersten Schwangerschaftsdrittels zu... Haben Sie Ihr eigenes Kind? Nein, oder? Ich würde Ihnen dringend einen weiteren Termin bei mir ans Herz legen, damit wir darüber reden können, dass unter Einbeziehung aller Gesichtspunkte sicher ist, dass Ihre Schwangerschaft nicht erfolgreich verlaufen wird. Bitte rufen Sie so bald wie möglich in der Praxis an, um einen weiteren Termin zu vereinbaren. Haben die ihr eigenes Kind abgetrieben quasi? Klingt fast danach. Kann das hier mal bitte weggehen? So, ich spüle jetzt einfach mal. Hallo? Damit sie auch denkt, wir waren schön. Achso, hier, das müssen wir auch noch zumachen. Okay. Und dann hier nochmal schnell den Wasserhahn anmachen. Damit die auch denken, ja, wir waren auf dem Klo und wir haben uns schön die Hände geputzt. Genau. So. Dann können wir wohl das Bad verlassen. Das ist hoffentlich nicht so auffällig. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber schauen wir mal. I apologize. Where were we? Ah, yes. You were going to tell me what you were doing on the night that Charlotte May was taken. I've been thinking about it and there's not much to say. Literally anything would help. Well, I remember it clearly. I think everyone here knows exactly where they were. It was so shocking. I'd made Theo his tea in the afternoon at about 3 and wrapped it up for him to have later. He was working all day over at Levy's garage. And performing later that night. I went to the shops at some point, I think. I didn't see Charlotte May at all that day, and I was out of town for most of the night. I think the last time I saw her was on the Wednesday. She was playing outside between her homeschooling, as I recall. Armbrot am Nachmittag? Auftritt? Sie nicht gesehen oder wann zum letzten Mal gesehen? Ich kann ich alles fragen? Ich schau mal. I'll stop you there if you don't mind. As interesting as it is to know what you were doing leading up to the event, I think it might be more beneficial to talk about what you and your husband were doing whilst Charlotte May was being taken. Right. I see. What time was that? You don't remember clearly. I was sitting in my flat at the time. 10 o'clock is when I first noticed something was happening. I had a good view from my window. I imagine you'd have a good view from your kitchen window also. Perhaps even your pantry. Actually, Mr. Conway, I'm sorry. I feel awfully uncomfortable talking about this without Theo here. I think it's best I don't answer anything he might object to. You're right. I completely agree. He usually takes his break around now, does he not? Perhaps. Would it be possible of you to go and get him so that we might continue the conversation? I don't think that's a good idea, Mr. Conway. In fact, I think I'd feel better if we ended the conversation here, if it's all the same to you. No, you're right. If you don't feel it appropriate, then best not to bother him. Thank you. I was hoping to clear it all up today, you see. I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after, or even the day after that. It's not in my character to be a nuisance. However, I did promise Mr. Morgan
Perhaps I'll return later on. Wait. If it's not going to take too long, I could fetch him now, and we could resolve the matter. Mrs. McKee, if you would do that for me, it would put Mr. Morgan's mind at ease, I'm sure of it. Christ. Okay, well, I think it's best you come with me. I fear I'd only slow you down. The stairs, you see. No, I'll wait here for your turn. Fine, just wait here. Oh, die Gespräche sind etwas langgezogen, meiner Meinung nach. Man könnte das Ganze auch in kürzeren Worten sagen. Es ist irgendwie sehr wenig Spiel, sehr viel Gespräch. No, to get that key down. Hä? Ja, hallo. Achso, ich kann ihn vermutlich nicht nehmen. Hä? Ich komme hier nicht mehr raus aus der Ansicht. It's moving. Ach so. Ach so, ich soll hier... Okay. Okay, ich soll irgendwie dagegen fahren. Bringt das was? Ja, okay. Habe ich hier einen Timer mitlaufen? Well, was ist... that was easier than I thought. Ja, nehmen. Los geht's. Ah, ich habe irgendwie voll die Panik, dass hier ein Timer mitläuft. Aufschließen. Oh, it's locked. Ach, come on. Ja, so. Ich weiß nicht, ob ich mich beeilen muss, aber... Charlotte, were you in here? Give me something. Ja, hier müsste... Aha, aha. Die Schrauben kann ich nicht rausmachen. Was habe ich noch im Inventar? Nur ein Schlüssel. Tja, wie lange habe ich denn Zeit? Das ist die Frage. Oder kann ich mich jetzt hier genüsslich umgucken? Also sie haben ja hier irgendwas auf jeden Fall gemacht. Messer. Das war das Messer, oder? Da irgendwas an dem Messer dran? Nee, sieht nicht so aus. Brokkoli! Ja, das ist der gemeingefährliche Brokkoli, den sie erstochen haben. Oder erschlagen mit dem Fleischklopfer. Nee, ich... Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier sind die Milchflaschen. Ja, was soll ich damit? Jetzt mal... Ernsthaft, oder ist da irgendwas drunter versteckt? Lebensmittelbehälter. Nothing useful. Er stellt die schon wieder so zur Seite. Ah, da ist etwas. Ein Fragezeichen. Ein Hammer. Warum liegt da ein Hammer? Warum legt er das Zeug nicht wieder so hin, wie es war? Okay, also soll da sonst noch irgendwas sein? Die anderen Lebensmittelbehälter nimmt er gar nicht. Aber den Hammer nimmt er irgendwie auch nicht. Ich dachte vielleicht, nimmt der irgendwas, damit wir das hier aufschrauben können? Joa, ne? Sollte vielleicht die Jalousie nicht... auch nicht aufmachen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier kann ich auch noch mal reingucken. Konservenbüchsen. Ich guck mal, ob da irgendwas drunter ist. Ja. Dahinter ist doch was, oder? Ah, das ist nur eine andere Konservendose. Sieht auch so aus, als wäre überall was drunter, aber irgendwie anscheinend nicht. Oh Gott, mach das wieder zu. So. Hier noch mehr. They have an allotment. Good idea. Ja, richtig gute Idee. Okay, das stellt er wieder irgendwo anders hin.
Warum stellt er die Sache teilweise woanders hin und die anderen wieder direkt an den Platz? Hat es irgendwas zu sagen? Da hinten ist eine Zwiebel. Okay. Versteht das alles irgendwie nicht? Hier sind noch irgendwelche Schalen? Eine Gabel? Nicht aus wie eine richtige Gabel. Aber ich kann die auch nicht mitnehmen oder sonstiges. Kann ich hier den Vorhang wieder zumachen? Schale. Okay, Schraube. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ich bin ein wenig verwirrt. So, Flasche. Bleach. Bleach nimmt man das nicht, um Blut wegzumachen. Bleiche mit Zitronenduft. Achtung, nur zu Gebrauch im Haushalt bestimmt. An einem trockenen, kühlen Ort lagern, von Kleinkindern fernhalten. Bei längeren Arbeiten, soweit möglich, Schutzhandschuhe tragen. Trotz Zitronenduft ist dieses Produkt nicht zum Verzehr geeignet. Looks as though they scrubbed the place clean last night. Ja, das haben sie auf jeden Fall. Und hier ist der Schraubenzieher, den wir brauchen. Alles klar. Ah, ich will das hier wieder zumachen, aber offensichtlich möchte er den Vorhang nicht mehr zumachen. Scheiße. Sei super auffällig, aber ach naja. E-Inventar. So. Dann nehmen wir den und dann brauchen wir das hier raus. Okay. Das ist sehr merkwürdig, das Schrauben hier. So, letzte Schraube. Und dann das Gitter zur Seite. Ich mach's extra spannend. Gott, bitte kein Jumpscare! Ja. Und jetzt? Bleached head to toe. I'm too late. There's nothing left to see. Okay. Was soll ich jetzt machen? Das Gitter wieder drauflegen? Mach das mal. So. Inventar. Ja, die Schrauben haben wir nicht mehr. Tja. Hätte er wieder draufschrauben können. Aber gut, er hat es da oben auch hier alles. Ich kann auch das nicht mehr zumachen. Ja, dann gehen wir raus. Sehr auffällig hier irgendwie. Aber na gut.